Hey und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Sumanji. In der heutigen Folge bauen wir eine Ladenzeile mit einem riesengroßen Cupcake. Viel Spaß beim Zusehen. Okay, kommen wir zum eigentlichen Thema. Ich mache hier eine kleine Ladenzeile hin. Und von der Rückseite, ja gut, von der Rückseite ganz normal in Bambus gekleidet. Und hier soll dann der Eingang zum Indonesien-Part hinkommen. Deswegen mache ich jetzt einmal hier den Weg um die Ecke. So. Erstmal so. Eine kleine Ladenzeile. Ich würde sogar fast meinen, wenn ich es hinkriege, hier noch minimal einen Weg mit dem Raster zu bauen, würde ich das machen. Das Spannende ist ja immer, ob ich es verbunden kriege. So. Jetzt könnten wir das hier vielleicht wieder irgendwie dranhexen. Jawohl. Passt doch. Dann haben wir so einen kleinen Platz, wo wir jetzt gleich auch noch Tische und so aufstellen können. Ist doch super. Aber einen Teil davon hätte ich gerne noch mit Bordsteinen. Wo sind die Bordsteine? Hier. So vielleicht. Ja, das soll nicht zu viel sein. Hier ist Bordstein. Da machen wir hier auch noch gerade Bordsteine hin. Das ja alles, das werden wir dann, wenn wir Indonesien bauen, sehen. Was kann denn hier hin? Jetzt ist gar nicht mehr so viel Platz für Läden. Ich muss auch mal gucken, dass ich Läden nehme, die ich noch nicht so habe, damit sich das nicht alles so knubbelt. Merch-Läden habe ich schon zwei. Der macht doch ein Geräusch, der Imbisswagen. Großartig übrigens. Merch-Läden habe ich ja schon zwei. Informationen habe ich vorne im Eingang. Die sind also auch nicht so weit weg. Toiletten haben wir da gerade erst gebaut vor kurzem. Dann machen wir noch eine Cosmic Ice. Also einen Eisladen habe ich nämlich noch nicht. Kein Eisladen. Und Bernie's Bakes. So, sehr schön. Das hätten wir schon mal definiert. Dann würde ich sagen, Bambus drum. Einfach nur, weil das ja der allgemeine Part ist, dass wir im allgemeinen Part will ich ja, möchte ich ja per se immer dieselbe Deko haben. Also, oder immer dasselbe Thema haben. Jetzt nur gucken, wie wir die Ecke hier später dekorieren. Okay, vorne gibt es doch hier diese Klappen, ne, mit dem Loch drin, ja. So. Ich würde hier auch dasselbe Budendesign nehmen wie hier. Soll heißen, dass ich mir hier dieses Vordach mal schnappe. Was ich auch mit diesen Wurzeln da aufgehangen habe, was ich auch sehr nice finde. Aber das nur am Rande. Ja, es passt doch. Ach, gut angebracht. Wie ein Profi, Leute. Als hätte ich Ahnung von dem Game hier. Ich muss sie gleich nochmal insgesamt ausrichten, dass die mittig und gerade sind. Auch mittig und gerade an dieser großen Gesamtwand. Und der hier muss natürlich ein Stück vor. Und ich fürchte, der muss auch eingedreht werden, ja, ein bisschen. Ah, stimmt, den anderen hatte ich sogar gedreht. Das habe ich hier vergessen. Schon spannend mit dieser Musik. Oh, guck mal, jetzt schließt das sogar hier an der Seite ab. Das heißt, ich muss es gar nicht weiter eindrehen. Dachtechnisch ist jetzt eine gute Frage. Mache ich jetzt ein Dach quer? Ich mag da gar nicht zu nah rangehen wegen der Musik. Mache ich jetzt ein Dach quer? Ich glaube ja,
Weil dann hätten wir hier nochmal eine schöne größere Fläche, um hier irgendwas drauf zu machen für die Besucher, die dann aus dieser Richtung kommend gucken. So schlau. ja, dafür brauche ich diese hier. Ja, das geht leider nicht. So wie ich das plane, geht's meistens nicht. Planet Zoo Radio. Ach, du ahnst es nicht. Er will nicht, ne? Er hat irgendwie Hemmungen heute wieder. So, jetzt aber. So. So. Und red. Da gibt es das Vorgefertigte. Genau. Oh, ich habe noch eine super Idee jetzt gleich. Hier für das Dach. So. Es darf hier nur nicht links und rechts überstehen. Das ist okay. Das passt prima. Alright. Dann. Was haben wir jetzt? Eis, ne? Soll ich da diese überdimensionale, hässliche Eistüte drüber setzen? Ich guck mal, ob ich die hier irgendwie vorne so schräg dran drapiert kriege. Ich finde, man sollte sie verbauen, wenn man das Talent dazu hat. Wo ist die denn? Die läuft dreimal am Tag über den Weg. Aber wenn ich sie suche, das ist klar. Aber wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Was ist das hier? Ein Nashorn? Ein Gibbon-Kopf. Oh, guck mal, der ist neu. Cool. Indonesien wird geil, Leute. Hier auch, guck mal, die Gibbon-Schilder. Oh, mega, mega, mega. Aber das ist leider nicht das, was ich suche. Ich suche Eis. Dodo-Eiskulptur. Nee, auch nicht. Ich suche die große Eistüte. Die heißt dann wahrscheinlich noch nicht mal große Eistüte, weil ich habe Eis eingegeben und es kommt nichts. Ja, schade. Wie mag das heißen? Ich hab ja hier im Allgemeinen gesucht, bei alle, ne? Da ist sie. Nee, das ist eben nicht, das ist das Schild. Ich möchte aber die Tüte haben. Die auch immer oben, alle montieren die immer oben auf diesen Imbisswagen drauf. Ich nicht. Ich müsste eigentlich alles durchsuchen, damit ich sie finde. Geschenkpakete. Was haltet ihr davon, dass wir mal einen Weihnachtszoo bauen? Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Weihnachtszoo habe ich auch drüber nachgedacht. So zu Weihnachten. Was ist das hier? Aussichtsturm. Alter Falter. Nein, ah, das ist immer das Doofe. Man muss immer wieder oben anfangen, wenn man da rausgeht aus dem Menü. Aber ich genieße gerade, dass es regnet. Dann kaufen die Leute nämlich meine teuren Regenschirme. Alright, wenn ich die jetzt nicht finde, so wichtig und so viel Herzblut habe ich jetzt mit der Eistüte nicht. Deswegen. Da ist sie! Wie heißt es? Deko-Jubiläums-Cupcake. Es ist gar keine Eistüte, es ist ein Cupcake. Da komme ich natürlich nicht drauf. Alright. Ich dachte, was wäre eine Eistüte. Man kann die Farbe verändern. Auch das feiere ich sehr. Machen wir es mit Karamell hier oben, würde ich sagen. Dann passt es ein bisschen besser zum Bambus. Und hier unten verändern wir auch ein bisschen grüner. Das ist doch eine super Sache. So kann ich dann mit dem Ding doch schon mal arbeiten. Was ist denn? Das ist der Cupcake-Laden, ne? Bernie's Bakes, ja. Und hier gibt's, was ist das? Cosmic Cow ist Eis, ne? Ist das Eis? Ja, es ist Eis. Steht sogar drüber. Ice Cream. Ja, cool. Also mit der Tüte, mit diesem Cupcake bin ich schon mal zufrieden. Jetzt gibt's, glaube ich, nichts, was. Jetzt gibt's halt keine Riesen-Eistüte, ne?
Aber sicherlich gibt es ein Cosmic Chaos. Das hier ist doch geil. Ja, machen wir die dran. Dann sollte auch dem Letzten klar sein, was es in dieser Bude zu kaufen gibt. Ich freue mich ja immer, wenn die Leute lernen, was es in meinen Buden gibt. So, und noch ein bisschen. So, vielleicht. Ja, perfekt. Und wenn sie keine Fragen stellen, was gibt's hier? Eis. Ah. Wie uns das Schild bereits verrät. Ach, da ist er. Ich denke, hahaha, wo mag sie sein, dachte ich. Eigentlich muss sie andersrum, ne? Weil sonst zeigen Eistüte und Cupcake in dieselbe Richtung. Dann drehen wir das Ding doch einmal nochmal. Es ist auch gar nicht so gedacht, dass man die schräg macht, ne? Ich mache sie trotzdem schräg. Dann müssen die Leute halt so lesen. Wenn das mit dem Eis da nicht eindeutig ist. Wo kommen die denn schon her? Ach so. Der Weg ist ja gar nicht dicht. Das ist okay. Sagen sie hier schon mal verzehren, Geld da lassen, ist das alles in bester Ordnung. Die können hinten noch nicht zum Puma-Gehege, weil ich da noch vor, noch die Deko vorbauen wollte. Puma, sage ich. Jaguar. Alright. Doch, geht aber, ne? Ja, kann ich mit. Er winkt süß. Kann ich mit leben. Ist gut. Dann wollen wir das Ganze hier mal begrünen auf Taris-Art. Das heißt, wir kennen das ja schon. Ich werde jetzt hier einfach mal so diesen riesen Patch zu übertragen, um danach festzustellen, dass das eine sehr schlechte Idee war. Aber auch nicht alles, ne? Kann er jetzt... Ja, komm. Den nehme ich auch noch weg. Den nehme ich auch noch weg. Ich mache nur das. Das ist... Ach, guck mal, da ist sogar noch diese blöde Stechpalme mit dabei. Siehst du? Es ist ja nicht alles schlecht. Oder gut. Das ist Ansichtssache. Hier machen wir gleich auch noch eine kleine Felswall hin. Ich sehe jetzt schon. Wir machen zuerst eine Felswall hier hin. Das, ja, das muss ich gleich anders koordinieren. Dann machen wir hier erst eine kleine Felswall hin. Aus Tropenfelsen. Und zwar präzise aus der sogenannten Platte. Im Indonesien-Teil wird es übrigens deutlich weniger Felsen geben, habe ich beschlossen. Erstmal aus Performance-Gründen und zweitens habe ich Indonesien nicht so felsig in Erinnerung. Das führt mich auch dann gleich zum nächsten Thema. Nämlich hier zu dieser Ecke. Kann ich doch gleich mitmachen, oder? Ja, da mache ich gleich. Mache ich hier gleich separat was? Ja, da muss ich hier irgendwie einen Übergang finden. Das machen wir separat. So. Es kann ja teilweise da in die Buden mit reinbacken, sehe ich gerade. Das ist ja gar kein Thema eigentlich. Solange wir es. Ja, ich muss gleich mal gucken, ob wir es in der Bude sehen. Oder nicht. So. Wir werden auch in Kürze noch Hinweisschilder bereits aufstellen. Das habe ich nämlich noch gar nicht gemacht. Und mir fiel jetzt letztens auf, natürlich muss ich das Ganze auch ausschildern. So, und hier noch eine. Ah, das passt sogar. Von der Höhe her. Mega. Regnet viel heute, ne? Ist das okay so? Oh ja, das ist sogar sehr okay so. Da werde ich mir noch eine Deko für ausdenken. Hier mache ich eine Bambuswand vor. Ja. Ja, 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 ja. Das können wir dann von der anderen Seite, können wir da auch irgendwas dranhängen dann. So. Dann ist es hier zu. Ja, passt doch. Ist doch super. Und dann können wir das jetzt hier erstmal einzeln kurz begrünen. Damit die Seite von der Toilette auch quasi, damit ich da ein Häkchen dran machen kann.
Da kommt noch ein Felsen hin. Es ist immer schwierig natürlich mit so einem Grünzeug, diese so Schrägen abzugrünen. Man muss das dann sehr umständlich drehen und so. Sonst haben wir hier Schwebepflanze. Hier geht das sogar mit Schwebepflanze, sehe ich gerade. Das ist gar nicht so abwegig an der Stelle. Oh, was knubbelt sich denn hier so? Wo wollt ihr denn alle hin, Leute? Das Klo? Ist jetzt möglich. Es kann jetzt auch am Eingang gepinkelt werden seit einiger Zeit. So. Oh je. Ist auch mit den ganzen Regenschirmen. Aber da die Regenschirme sehr teuer sind. Bei Grizzlies wird gekämpft. Da müssen wir gerade mal vorbei. Schauen. Ja, es sind schon wieder viel zu viele Grizzlies erwachsen. Sie ist unfruchtbar, das ist passiert. Tupera und Kalin, bitte beide mal raus gerade. Und ich lasse die beiden jetzt hier mal drin. Alleine vertragen die sich nämlich. Genau. Guck mal, süß hier. Das wäre doch ein geiles Thumbnail gewesen. Warte, dann mache ich direkt. Ah, es regnet leider. Jetzt hätte ich mal gerade ein Foto davon gemacht, wie er da sitzt, aber bei Regen ist das leider nicht allzu schön. Gut. Guck mal, Leute, es wird. Wir machen da jetzt einen Zaun vor, den Fußzaun. Der Begriff, der dieses Projekt doch prägt, wie ich finde. Ich würde jetzt auch, ich lasse die Animation jetzt auch einfach noch laufen, einfach solange es regnet. Und so leid es mir für mich tut, ich muss hier noch einen Bordstein dran machen. Ah, dann sollte ich den Zaun vielleicht danach erst setzen. Sonst lasse ich ihn weg. Ich ziehe gleich die Fächerblumen dann ein Stück weiter nach vorne. Ich glaube, das ist doch schicker. Alright. Ja, ich kann den ganzen Zaun sogar noch. Dachte jetzt gerade. Ja, man kriegt wieder alles gefasst, nur nicht das, was man will. Den Zaun nämlich. Ist doch nicht zu fassen. Ja eben, das ist nicht zu fassen. Ah, oh, Leute. Sehr schön. Hey. Erfolg. So. Fast schick, aber dann muss ich den nochmal neu setzen. Alright. Dann schauen wir, was wir da noch für Bäumchen reinpflanzen. Und hier oben, da machen wir nochmal so einen Abschluss gleich. Das machen wir von der anderen Seite dran. Bäume, Palmen. Palmen, Palmen. Dattelpalmen nicht, hatte ich gesagt, in dem Bereich. Die passen nicht so ganz, weil der Stamm sehr dunkel ist. Allerdings alles andere, was ich sonst so gerne pflanze. Hier kennst du ja Palmen. Kokospalme ist ein bisschen. Die wachsen mir zu krumm. Kohlpalme, auch immer eine gute Entscheidung. Und dann machen wir noch mal von den blauen Orchideen da rein. Sofern ich denn eine blaue Orchidee zu fassen kriege. Das ist krass, oder? Wie kann man denn nur die Hitbox so groß machen, dass sie über alles andere drüber ragt? Weil alles dunkel hier ist Orchidee. Das kann doch nicht wahr sein. Yes! Dreistigkeit siegt. Nein, man muss einfach nur energisch genug sein. So. Schick. Die schweben leicht. Aber nein, sie schweben nicht, sondern sie wachsen da halt raus. Coolio. Eins habe ich allerdings vergessen. Das Gelände muss nämlich auch an dieser Stelle geerdet werden. So. Und hier. Ja, hier muss ich mal ein bisschen nachbohnen gerade. Was die Leute staunen. Ich finde das gut. Die Leute erfreuen sich an meinem Zoo.
Der ist doch gut. Will ich halt so einen geilen Abschluss, so einen geraden Abschluss haben, ne? Okay, lassen wir es. Das reicht. Das reicht. Gibt's Geschenke? Gibt keine Geschenke. Bald vielleicht wieder. Was machen wir an dieser Stelle? Mir sieht das noch ein bisschen zu popelig aus mit den Felsen hier. Das wäre so ein erster Vorschlag, dass ich das hier nach hinten reinschiebe. Solange das hier den Weg... Ja, das kann ich später noch wegnehmen. Dann wäre das hier nicht ganz so wuchtig auf der linken Seite, wenn man hier so lang kommt. Ich glaube, das ist schon mal in Ordnung. Hier müsste irgendwas drauf. Gucken wir mal, ob ich da irgendwas finde. Mir wäre es jetzt wichtig, dass wir diesen Übergang hier kurz bauen. Dafür nehmen wir den Geländepinsel. Machen hier den rauen Felsen noch. Ja, ist doch schon fast. Das wäre doch schon fast der Übergang. Ich muss halt gucken, weil wir hier zwei verschiedene Felsarten haben. Deswegen ist es vielleicht gar nicht so schlecht. Ja, ich krieg's hier leider nicht ganz flach. Wegen dem Weg, ne? Dann muss ich es felsig machen. Wenn es nicht flach geht. Ich mache erstmal ein bisschen mit dem Tropenfelsen hier an der Stelle. Würde ich vorschlagen. Ja. Und dann irgendwie wird sich das mit dem Übergang hier gleich ergeben. So. Ah ja, guckt. Ist auch gar nicht viel Aufwand hier. Am besten ist immer, wenn es dann ganz geschlossen ist, wenn man so kleine Lücken da sieht. Das gefällt mir nicht ganz so gut, aber Geschmackssache. Okay, wenn ich das hier hinsetze, dann können wir jetzt hier noch so ein bisschen Farn und so pflanzen. Dann passt es, glaube ich. Dann, ja, okay, Moment. Das Ding ist halt, ich habe hier auf Tropen bepflanzt, ne? Dann muss ich das hier auch tun. Dann muss ich das hier an der Stelle auch tun. Dann kann ich hier nicht fahren und so machen. Ich dachte jetzt fahren wegen der gemäßigten Felsen, die ja da hinten den Bereich zieren. Aber wir sind nominell gesehen hier noch im allgemeinen Bereich. Das zählt, der Canyon, Baron Canyon beginnt ja erst hier, wo die Vivarien stehen. So, und hier für so kleine Flächen, das hatte ich letztens schon mal erwähnt, wo ich Probleme mit dem riesen Wasserfreund hatte, auf so kleine Flächen passt der noch ganz gut. Auf große Flächen wird es halt ein bisschen problematischer. Und hier können wir auch leichte Erde drunter machen, weil auf Felsen wächst das Zeug nicht gut. So. Und die Wasserhyazinthe. Wie gesagt, ich finde ja diese Blüten hier von der Wasserhyazinthe extrem schön. So. Und noch so eine Kenzia-Palme. Da gibt es, glaube ich, eine kleinere. Die wäre gut. So eine hier. Oh, guck mal hier, genau. Dahin. Und hier vorne noch. Eine etwas größere hier vorne. Ja, sie soll halt nicht in den Weg da reinbacken. So, geht doch. Ja, dann haben wir doch den Bereich hier auch schon. Ja, ist doch mega. Dann können die Besucher jetzt endlich nicht mehr da reingucken. Fast nicht mehr da reingucken. Mega, oder? Wenn man hier so lang kommt. Ist doch ganz kuschelig geworden hier der Eingang. Da mit dem Klo. Ich überlege nur, ich glaube, nur zur Sicherheit kommt hier noch ein Mülleimer gerade hin. So.